Turnierexperten haben dich gar nicht auf der Liste als einer der Favoriten. Wir beiden schon. Ja, ich bekomme das ja alles mit. In letzter Zeit werde ich nicht als Favorit gesehen, war ich auch nicht bei den US Open, bin ich hier wieder mal nicht. Die sehen ganz andere Spieler als Favoriten, obwohl ich finde, dass ich besser spiele als die Spieler. Und ich nehme das schon persönlich irgendwo. Ich nehme das schon persönlich. Deswegen, das gibt mir schon irgendwo Feuer, auch für mich dazu. Ich liebe es irgendwie. Leute falsch, also so, dass Leute falsch denken. Und ja, mal schauen, wie weit ich komme. Am Ende des Tages ist es völlig egal, wer auf der Favoritenliste ist, wer der Favorit ist, wer im wichtigsten ist, dann wer die Trophäe hochhebt.